In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten, aber im Moment sind sie und meine Pilotin die wichtigsten Marines, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg! Das ist eine epische Aussprache. Ansprache. Darf ich jetzt Auto fahren? Oh. Ja, wir doch nicht. Wir müssen Angriff abwehren. Und O'Neill scheißt sich gerade die Hose. Ich mir auch. Das noch jemand am Leben. Wenn Sie Ihr Radar verwenden, schauen Sie drauf und geben Sie alle Positionen durch. Gehen Sie zur Zentrale. Nee, ich hatte vor, wenn ich mein Radar verwende, nicht drauf zu gucken. Oh, eine legendäre Waffe. Vasquez Pistole. Klingt nach großen Murmeln. Schauen wir mal. Entschuldigung. Entschuldigung, Sir. Was tragst du da mit dir? Ein Tamagotchi oder was? Nein, das ist mein Geschütz. Ich und mein Geschütz gehen überall hin. Komm mit, Geschützi. Geschütz schmeckens. Oh ja. Yeah. Geschützi. Oh oh. Eingehendes Wurmloch. Also oh, yeah. Seinen Namen habe ich noch gesehen, bevor er gestorben ist. Und seine Hand ist noch hier. Ah. Oh. Das ist gut. Und wie hieß er? Hohenkirk. So, Geschütze, komm mit. Mach bitte die Tür auf. Solange ich Geschütze in der Hand habe, kann ich nichts tun. Aber du hast doch Schütze. Ja, aber Geschütze macht ja nichts. Ich hab den Marine gerettet. No! Machen wir sie kalt! Alter, weißt du, wie viele von denen hier kamen nach und nach? Ich glaube, ein oder zwei. Die Pistole ist echt not bad, glaube ich. Ja? Ich glaube, schadensweise ist sie schon nicht schlecht. Aber es waren halt einfach zu viele Gegner. Ich befreie mal Mario. Vielleicht finden wir Ketchup auch. Mach das. Hä? Oh, hi. Oh,
treffen Sie Krutz unten. Dann machen wir das mal. Auf zu Krutz. Alter. Ich hab nur vor Augen gehört. Ja, ich auch. Alter, wie hier gerade alle gespawnt sind, die wir gerade befreit haben. Hallo Krutz. So wie Call Him in Germany, Krutz. In Ordnung, gehen Sie zum Fuhrpark. Das oh, C-Duplis und A-Duplis, das sind Bruder und Schwester. Oder es sind Lover. Wieso könnten sie nicht beides sein? Sweet home Alabama! Ihr seid so eklige Wichser. Warte mal, wie war das? Wie nennt man ein wie nennt man einen Kanadier, der Jungfrau ist? Keine Ahnung. Fötus. Ich und Geschützi, zusammen machen wir die Britzi tot. Da tut sich was auf meinem Radar. Mach dich bereit. Kann ich bitte das Geschütz hinstellen? Ich will das Zeug hier einsammeln. Boah, das sind ein paar Punkte, ne? Überprüf die Fenster. Was für Punkte? In Flensburg. Schütz ist der sinnloseste Verbündete, den ich jemals hatte. Kann man das Geschütz dann hier auch nachladen wieder? Anscheinend. Können wir jetzt gerade eigentlich hier bleiben schon, oder? Ich glaube schon. Ja. Können, ja. Nee, Fuhrpark ist schon wieder markiert. Ah ne, das ist hier, ja, alles gut. Es ist auf alle Fälle der Arsch dunkel. Ich find's gut, dass ich dir einfach das Geschütz wegnehmen kann. Aber das schießt ja eh nimmer. Sollte es, aber es hat noch Munition. Ja, 200 steht dran, ne? Irgendwie sowas, ja. Ich und Geschützi. Bringen Sie Reed zum Dropship. Ist sie noch in der Zentrale? Ach, sie ist nicht hier. Bitte, Sir? Ich habe Reed und X mit einem Transportpanzer weggeschnappt. Ja. Was haben Sie? Ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube, wir haben den T-Rex aufgeweckt. Und mein Geschützi, wir sagen zu dir Grützi.
Velociraptor. Ein Stegosaurus. Wie hieß gerade Pressure? Ja. Haben wir voll bekommen. Pressure. Das sind Drücke. Marke. Das ist Text. Solako, actually, brauche einen Moment für die Flugvorbereitung. Jemand muss die Treibstoffzufuhr teilen. Und, hast du denn die gehört? Geht klar, Raider. Hurra! Ihr habt einen Schlauch abzogen. Jo. Ja, ist doch okay, geht's mal auf wen anders los. Okay, ich hab grad einen Schuss für dich abgefangen, Philipp. Kann die Königin und macht das so zu kaputt betten? Was ist da? Was ist wo? Unter dem Flugzeug? Was ist da? Oder habe ich nur einen Grafikbug? Oh, ich habe nur einen Grafikbug. Wieso, was ist da? Also, wie sieht das bei dir aus? Da war die ganze Zeit, als ob jemand ein MG oder so abfeuert. Ah. Hm. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hab's auch. Alter, wenn du die Waffe nachlädst, kannst du halt nicht mal zuschlagen. Es ist so schlecht. Alter, hä? Alter! Ich konnte dich nicht wiederbeleben. War nicht möglich. Ja, war hinter dir einer. Ja, aber bisher war es immer so, dass ich von allem beschossen und alles egal war, wenn ich einen wiederbelebt habe. Sie aufsässiges Arschloch. Sie haben nicht gesagt, in welche Richtung der Transportpanzer fahren sollte, Sir. Also, wie haben Sie es geschafft zu überleben, wenn ich fragen darf? Was ist auf Fury 161 geschehen? Lassen wir den Smalltalk besser. Wir haben LV-426 verlassen und ich habe den Notruf gesandt, auf den Sie reagiert haben. Dann habe ich in der Kryokapsel auf Rettung gewartet. Auf den Tod oder auf irgendwas. Bei Fury wurde Alarm ausgelöst und Sie haben mich als ranghöchsten und einzigen Marine aus der Kryo geholt. Michael Whalens Truppen kamen unerlaubt an Bord. Also, wessen Körper war in Ihrer Kryokapsel? Lange Geschichte. Mir ist nur noch eins wichtig. Diese Typen vernichten. Mehr will ich nicht, Jungs. Na dann los. Wir haben leider keine Ahnung, welche Geschichte wir sagen sollen. Wir alle sind Colonial Marines. Jeden Tag, wenn ich aufwache, danke ich Gott, dass ich im Korps bin. Hurrah! Und das lasse ich mir ganz sicher nicht von Wayland Yutani nehmen. Wir haben vielleicht kein ÖRG-Schiff, um uns alle hier wegzubringen. Aber die. So, wann kommt jetzt das letzte Schiff? Gestern. Heute Abend. Ach, fuck. Sie hauen ab für immer. Ohne dieses Schiff kommen wir hier nicht weg. Eine andere Chance haben wir nicht.
Wir haben 63 United States Colonial Marines und wir werden die Einrichtung erobern. Ich habe noch nie so viele gesehen. Alter, kann der Typ nicht zählen? Und wir werden alles tun, um diese Firma und Michael Whalen zu stürzen für den ganzen Scheiß, den sie uns angetan haben. Ura. Ura, O'Neill. Ura, Captain. Für unsere gefallenen Marines, Leute. Da hätten sich die Synchronsprecher da nicht mehr Mühe geben können mit dem Ura. Ura! Oder so, einfach irgendwas. Und nicht nee. Ura, Captain. Ura, Captain. Ura. Sag mal, Leute, warum hab ich eigentlich immer die meisten Kills, hä? Weil es mich in Furz interessiert, ich bin da ganz ehrlich. Ey, das ist so... Weil das ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Das ist so fucking boring. Philipp? Du bist gestorben. Du hast einen Totenkopf neben dir. Ja? Philipp, du hast dir das Spiel ausgesucht, okay? Ja. Und wenn wir es durchgezogen haben, bin ich auch happy. Aber es ist trotzdem boring. Fuck. Ich will nicht, dass du so redest, Philipp. Doch. Hör auf. Nö. Philipp. Nein. Hör auf jetzt. Geh mir aus den Augen.